Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. An meiner rechten Seite seht ihr wieder den Henry vom YouTube-Kanal Henry Lob. Lieber Henry, ich freue mich, dass du heute wieder neben mir stehst. Ich freue mich auch, vielen Dank. Und heute machen wir ein Video, das ist schon lange überfällig. Das hatten wir eigentlich schon letztes Jahr zum Silvestervideo angekündigt, dass wir mal ein Video zu unserem WG-Leben machen, wie wir uns kennengelernt haben, wie sich so das unser WG-Leben gestaltet. Und ich fange mal mit unserem Kennenlernen an. Das war tatsächlich, Henry, 2013, 14 über Facebook. Also ich war ja lange überhaupt kein Freund von Facebook, bis ein Freund mir sagte, Mensch, da gibt es ganz viele Rohköstler und Rohkostgruppen. Und ich hatte mich damals schon 1,5 Jahre wieder von Rohkost ernährt und kannte halt überhaupt niemanden. Da habe ich mir gedacht, okay, da schaue ich einfach mal, was ich da finde, und war dann auch ganz begeistert über den Austausch. Und da ist mir schon der Henry aufgefallen, der hat auch mal ganz tolle Kommentare geschrieben. Und da habe ich mal geguckt, wer ist denn das überhaupt? Und da habe ich gesehen, oh, Leipzig, so ein Zufall. Und da habe ich den Henry angeschrieben, ja, mich vorgestellt und ob wir uns mal treffen könnten, dass ich mich auch für Rohkost interessiere. Und da meinte Henry, ja, er ist jetzt nicht immer in Leipzig, er arbeitet woanders, aber wenn er wieder in Leipzig ist, dann können wir uns mal treffen. Und damals hatte ich noch in einem Bioladen gearbeitet von einer lieben Freundin von mir. Und ich habe Henry das erste Mal in dem Bioladen getroffen, da kam er vorbei und hat mir einen Eimer weißes Mandelmus in die Hand gedrückt und meinte, ja, hier für deine Jungs, ich suchte das gerade so. Wie viele Jahre Rohkost warst du da schon? Oder wie viele Jahre Rohkost hast du da schon gemacht? Wenn es 2013 war, dann war das schon. Oder war 2014 das, war es vielleicht auch. Dann schon. War das schon das dritte oder vierte Jahr, müsste das damals gewesen sein. Und hast du eben dieses weiße Mandelmus gesucht, das habe ich dann bekommen, oder hat man dann kurz gequatscht und dann hatten wir uns immer mal über Facebook ausgetauscht. Und dann kann ich mich noch erinnern, Henry, du warst dann mit einem gemeinsamen Freund, Bekannten verabredet unter einem Baum in der Innenstadt. Mhm. Und da hast du noch gesagt, ja, vielleicht willst du ja dann dazukommen. Du warst aber mit jemandem ganz anders verabredet. Und das war, war ich gerade im Bioladen fertig mit Arbeiten. Ich hatte nur noch eine Stunde Zeit und gedacht, fährst du hin? Und da dachte ich, fahr mal hin. Und dieser gemeinsame, bekannte Freund kam nicht, aber der Henry stand dort. Da haben wir uns eine Weile, eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten und haben gemerkt, Mensch, wir sind total auf einer Wellenlänge. Also funktioniert total gut. Und dann bist du dann nach Sardinien, da hast du mir irgendwann geschrieben, ich bin jetzt in Sardinien, werde da arbeiten und leben. Und da warst du dann, weiß ich, einmal im Vierteljahr in Leipzig? Oder war das? Oder alle 2 Monate? Weiß ich nicht mehr so genau. Ja, so, ja, einmal im halben Jahr. Oder einmal im halben Jahr. Genau. Und dann haben wir uns damals immer im Vegans getroffen und haben frisch gepressten Orangensaft getrunken, weiß ich noch. Und du hast uns dann immer mal eingeladen, kommt doch mal nach Sardinien. Und 2016 habe ich das dann wahrgemacht, habe den Flug gebucht, mein Jungs. Die sind dann das erste Mal geflogen und haben wirklich über 3 Wochen bei Henry verbracht. War noch die Marielle da, also langjährige Zuschauer, die kennen vielleicht noch die Videos von vor 4 Jahren. Das war wirklich eine fantastische Zeit auf Sardinien. Wir haben das sehr, sehr genossen. Wir haben dann viele Ausflüge gemacht. Wir waren dann auch am Meer. Der Henry hatte leider nicht so viel Zeit, weil er ja gearbeitet hat. Aber wir haben uns einfach da uns gut gehen lassen. Und wir waren Henry auch sehr dankbar, dass er uns das ermöglicht hat. Und im Februar, im Oktober, ein paar Monate später, haben wir dich dann nochmal besucht mit einer Freundin, die kanntest du noch nicht, ist ja auch eine Freundin von dir geworden. Und ja, so hat sich dann einfach die Freundschaft immer mehr verfestigt. Man hat mir dann damals in Sardinien, hast du noch gesagt, Mensch, La Palma würde mich interessieren. Und dachte ich, ach, da komme ich mit. Und über ein Jahr später waren wir dann auch zusammen auf La Palma, haben wir ja auch Videos dazu gemacht. Und ja, wir sind gerne auf Reisen zusammen. Sizilien, Sardinien, La Palma. Und Henry, wie kam es dann, dass du hier bei uns eingezogen bist? Das war eigentlich, also von der Länge her würde ich sagen, war es gar nicht so lang geplant. Ne? Das war ja damals, eigentlich wollte ich damals nach Nürnberg gehen. Aber das hatte sich dann ein bisschen zerschlagen, weil es da einige Probleme gab mit meinem alten Arbeitgeber. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn sich bei mir im Leben solche Probleme und Hürden auftun, dann hinterfrage ich das Ganze und überlege, okay, warum sind diese Hürden gerade da? Und dann habe ich mir halt auch gedacht, okay, dann gehe ich eben nicht mehr diesen Weg, sondern versuche halt einen anderen Weg zu gehen. Dachte ich mir halt, in Leipzig wohnen halt sehr viele Freunde, weil ich halt damals auch schon hier groß geworden bin und alles. Wir uns natürlich sehr gut kannten. Ja, und dann hatten wir mal darüber gesprochen und dann bin ich erstmal geplant für ein paar Monate erstmal hier eingezogen. Und ja, dann haben wir zwischendrin immer wieder drüber gesprochen und dann hat sich das bei mir immer weiter verlängert. Und ja, und dann haben wir dann quasi die WG hier immer wieder weiter verlängert und jetzt sind es auch schon über 2,5 Jahre, oder? Und es war ja auch so, dass wir ja 2016 auch ein bisschen minimalisiert haben. Da hatten wir dann nämlich einen Raum, wo früher ein großes Bett stand. Hatte ich auch schon ein Video gemacht, Minimalismus. Ich glaube, im Schlafzimmer, unser Bett ist weg. Und da hatten wir dann einen freien Raum zur Verfügung, wo wir dann auf Kapok-Matratzen, also meine Jungs und ich, und in der Hängematte geschlafen haben. Und das war aber dann auch immer so ein freier Raum. Das war auch mal ein Besuchsraum, Yoga-Raum, Sportraum. Das war alles möglich. Wir haben da Potlucks auch gemacht, kleine Potlucks.
Und wenn der Henry dann manchmal zu Besuch kam, dann hat er dort auch immer mal ein paar Tage oder eine Woche geschlafen. Und so kam das dann, dass du auch gefragt hast, Mensch, ich habe hier in Leipzig noch was zu tun und wie wäre es erstmal für 3 Monate? Mhm. Und so hat sich das dann immer ja, weiterentwickelt und jetzt mittlerweile schon 2,5 Jahre. Es war ja gar nicht so lange geplant, aber wir wollen noch ein bisschen über unser WG-Leben sprechen. Also ich habe ja schon erwähnt, ich habe damals unter dem Baum auch festgestellt, wo wir uns unterhalten hatten, Mensch, Henry und ich, wir sind total auf einer Wellenlänge und das ist mir auch immer sehr wichtig, Menschen in meinem Umfeld zu haben, ja, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, wo man einfach auch alle Dinge aussprechen kann, wo man auch mal ein bisschen gewisse Dinge reflektiert, die man so im Außen sieht, die man auch bei sich selber erkennt, dass man eben, dass es keine Tabuthemen gibt, dass man über alles sprechen kann. Und der Vorteil bei Henry ist ja auch, dass wir uns ja auch ähnlich ernähren, dass wir auch immer uns sehr viel, sag ich mal, so inspiriert haben, ne? Dass wir auch unseren Ernährungsweg immer reflektiert haben, uns ausgetauscht haben, auch zum Thema Fasten und Entgiftung. Oder wenn wir Menschen beraten, dass wir uns auch das so gegenseitig da einfach auch um Rat fragen und von gewissen so Beispielen, die es bei der Entgiftung bei manchen Klienten gibt oder bei der Ernährung, dass wir uns da einfach austauschen. Das war immer wunderbar. Wie gesagt, auch die gleiche Ernährung. Also ich finde es wunderbar, einen Mitbewohner zu haben, der sich jetzt seinen Kühlschrank nicht mit tierischen Produkten aus der Massentierhaltung, der uns dieses Kühlschrank vollstapelt. Das war immer sehr angenehm mit Henry, eben rohköstlich, vegan. Wir haben ja dann auch die schleimfreie Heilkost zusammen. Von der Rohkost aber wieder zurück ein bisschen in die Kochkost, haben Gemüse gedämpft und es war eine sehr interessante Erfahrung, das einfach mal mit jemandem, mit einem Gleichgesinnten wirklich alles zu teilen. Und dann sind wir ja auch, als Henry hier schon wohnt, Henry, sind wir auch dann zusammen verreist. Zweimal noch auf Sizilien und Sardinien und wir sind da wunderbar dadurch zusammengewachsen. Henry ist dann sozusagen mein bester Freund geworden. Wir waren vorher auch gut befreundet, aber dadurch, dass er jetzt hier mit gewohnt hat und irgendwie immer zur Verfügung stand und wenn irgendwas war, konnte ich immer mit Henry über alles reden und Henry ist auch sehr hilfsbereit, muss ich wirklich sagen. Also ich hatte noch nie so einen tollen Mitbewohner. Ich habe ja früher auch schon in WGs gewohnt und auch mit dem Papa meiner Kinder zusammengelebt. Aber Henry war bis jetzt der beste Mitbewohner. Ich bekomme auch immer manchmal so Mails, ah ja, ich wünsche mir auch am liebsten eine WG, so wie du, mit jemandem, der auch so sich vegan oder rohköstlich ernährt. Kennst du da noch jemanden? Und ich merke schon, dass das von vielen der Wunsch ist, in einer WG zu leben mit Gleichgesinnten. Jetzt bei den meisten ist erstmal so die Ernährung, aber da spielt ja so viel anderes mit rein. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Henry da so offen ist und dass wir wirklich über alles reden können. Und ja, diese Zeit, dieses WG-Leben ist eigentlich unglaublich bereichernd gewesen. Aber es gab natürlich auch einige Hürden, Henry. Ne? Es war nicht immer alles so 100% harmonisch. Mhm. Henry, möchtest du mal, was dir da so in Sinn kommt? Also muss schon mal so sagen, so diese Hürden, die dann zwischendurch auch da waren, das ist ja letztendlich das, woran man auch immer im Leben daran wachsen kann, ja, egal wo man das jetzt erlebt. So, und das ist, man muss halt auch sagen, bei zwei Menschen, die schon etwas teilweise auch, wenn man mal fastet oder sich mal für eine Zeit lang etwas cleaner ernährt, dann hier in der Stadt und man wird sensibler, dann ist man natürlich auch bei gewissen Themen dann einfach sensibler, ja. Und dann will man die für sich selber einfach erstmal bearbeiten und abarbeiten. Was passiert jetzt aber, wenn beide Menschen dann etwas sensibler sind durch das, was ich gerade erwähnt habe, dann spürt der andere natürlich auch, wenn es dem anderen mal nicht so gut geht. Und dann versucht man natürlich, demjenigen irgendwie zu helfen oder dass er darüber redet. Aber manchmal möchte man erstmal nicht darüber reden, sondern das eben verarbeiten. Und das war halt bei mir so ein Punkt. Wenn ich merke, dass es anderen Menschen gerade nicht so gut geht, dann versuche ich das aus demjenigen irgendwie herauszubekommen und teilweise auch rauszutriggern. Aber das war halt auch, ja, sage ich mal, ein Lerneffekt für mich, das halt auch zu lernen, dass derjenige das manchmal auch einfach erstmal selber verarbeiten möchte und dass das, und auch zu akzeptieren, dass das zu einem großen Teil nichts mit einem selber zu tun hat, sondern dass das wirklich mal die eigenen Themen für einen sind. Und die Menschen haben nun mal verschiedene Verarbeitungsmechanismen und jeder verarbeitet das anders. Der eine, der redet gerne drüber, der andere, der verarbeitet es eben erstmal für sich selber für ein paar Stunden, Tage, Wochen und dann redet er erst darüber. Mhm. Und das ist halt wichtig, das einfach zu akzeptieren. So. Und das war halt auch für mich so eine Hürde, die ich halt gelernt habe in den letzten Jahren, das halt auch einfach mal zu akzeptieren. Ja. Und das war halt ein Punkt, wo es hier dann manchmal nicht zu Reibereien kam oder so, ne? Aber wo dann manchmal hier so ein Stimmungstiefpunkt war. Ja. Also, gestritten haben wir uns nie, sind auch nie die Fetzen geflogen, es gab auch nie böse Worte oder so. Das nie. Aber
Was uns beiden auch aufgefallen ist, dass wir halt sehr harmoniebedürftige Menschen sind und dass wir manchmal auch unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Und das war ein sehr interessanter Lerneffekt bei uns beiden, dass man auch mal klar kommunizieren muss. Ne? So, wenn man, ich musste echt wirklich lernen, meine Grenzen so abzustecken. Ich war schon immer als Kind, ich war immer sehr harmoniebedürftig, habe meine Bedürfnisse immer zurückgesteckt, allen um mich herum musste es gut gehen. Das habe ich teilweise auch durch meinen Jüngsten, der ist jetzt 11, gelernt, weil er sehr stark seine Bedürfnisse kommuniziert und wo wir auch manchmal aneinander geraten, habe ich auch schon einiges lernen dürfen und durch Henry auch nochmal wirklich, wenn ich merke, so gewisse Grenzen werden überschritten oder ich brauche mehr Freiraum für mich, dass ich nicht versuche, das mit mir selber auszumachen und einfach klar zu kommen, dass ich meine Bedürfnisse eben zurückstelle, dass das jetzt nicht so wichtig ist, dass ich mehr Freiraum brauche. Ja, und dann habe ich dann auch gemerkt, dass ich mich dann immer mehr zurückziehe und dann Henry, ja, was ist mit dir? Und kam dann immer so mir hinterher, ich wollte immer mehr Abstand, bin immer zurück und Henry kam immer hinterher, ja, wollen wir drüber reden, ist irgendwas? Und ich brauchte einfach nur ein bisschen mehr Zeit für mich, ein bisschen mehr Freiraum und das war auch, ja, wir haben darüber geredet, ne? Wir haben uns dann auch mal in den Arm genommen und das war immer alles sehr friedlich und harmonisch. Wir haben halt auch mal sehr, sehr viel darüber lernen können, haben wir dann auch gemerkt, wir müssen wirklich gleich die Dinge aussprechen. Das muss ich auch lernen, nicht das mit mir auszumachen und sagen, na gut, mich stört jetzt das und das, aber das ist irgendwie mein Problem. Der Henry, der kann ja gar nichts dafür, aber es ist eben wichtig auch, für mich ist ein wichtiger Lerneffekt, das wirklich immer auszusprechen, wenn mir irgendwas nicht passt. Und dann haben wir noch mal gesagt, ja, entschuldige, aber ich muss das jetzt mal aussprechen. Also, da haben wir uns immer noch so entschuldigt vorher so, ne, dass wir denjenigen ja nicht verletzen kann, weil ich bin auch eine Person, ich mag nicht gern so unangenehme Sachen sagen. Mir ist es total unangenehm, die Reaktion des Gegenübers dann aushalten zu müssen. Mir fällt so eine Situation ein. Henry, wie gesagt, sehr hilfsbereit, sehr offen, immer, wenn er merkt, es geht einem nicht gut, versucht er dann immer da zu sein. Und Henry hat ja hinten das kleinere Zimmer und die Tür war immer ganz oft auf. Also ich glaube, Henry wollte signalisieren, ich bin immer da für euch. Kommt rein, ne? Kommt rein, ich bin immer da für euch. Und mir war das manchmal dann zu viel. Ja, ich komme aus meinem Zimmer, liegt genau gegenüber und dann sitzt der Henry da. Egal, ob ich in die Küche gehe, ins Bad, der Henry kriegt das immer alles mit. Und habe ich dann irgendwann gemerkt, dass mich das total triggert, dass mich das total stört. Und ich habe dann echt lange, lange mit mir selber gerungen, habe versucht, das mit mir auszumachen. Ist doch nicht so schlimm, wenn er die Tür aufhat, ist doch nett, dass er dann immer da ist und ja, wieder so diese Programme, die so abgelaufen sind, die ich ja schon seit meiner Kindheit so entwickelt habe, um einfach in Harmonie zu bleiben, um meine eigenen Bedürfnisse einfach nicht so stark zu spüren, habe ich das immer verdrängt. Bis es dann irgendwann, Henry, ich habe es ja dann irgendwann doch gesagt, ne? Dann ist es aus. Oder hast du mich angesprochen? Manchmal, also ich muss ehrlich sagen, Henry war immer derjenige, der gesagt hat, komm, wir reden jetzt, ist doch irgendwas, du ziehst dich so zurück. Also irgendwie ist was, Henry hat da wirklich auch sehr feine Antennen. Ja, bei mir sind da so diese Programmierungen, ich rede dann weniger, und ziehe mich dann so ein bisschen zurück und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen darüber reden. Und dann war das wirklich immer sehr befreiend und da habe ich halt auch gelernt, die Dinge einfach, wenn möglich, so zeitnah auszusprechen. Manchmal brauche ich doch ein bisschen Zeit, aber dass ich wirklich merke, wenn ich da so an meine Grenzen komme, dass ich das wirklich besser und schneller und konkreter artikulieren kann. Und wir mussten, ich sag mal, wir haben schon damals über sehr, sehr viele Dinge gesprochen, ne? Aber es war halt auch so, dass man trotzdem über die Dinge reden. Das haben wir, glaube ich, auch trotzdem nochmal neu gelernt in der Zeit, würde ich sagen. Ne? Mhm. Gerade auch, was mal eben die sensibleren Themen betrifft, dass man halt eben mal eine gewisse Zeit lang gebraucht hat, bis man an diese Themen gekommen ist. Und das hat sich, finde ich, dann auch über so mit der Zeit dann immer weiter verbessert und weiter verbessert. Ne? Das fand ich eigentlich auch interessant, das so zu beobachten, wie sich das dann auch entwickelt hat. So. Und ja, was sich dann halt eben für eine geniale Freundschaft dann immer entwickelt hat über die Jahre hinweg. Und ich glaube, bei den ganzen Videos, die wir schon gemacht haben, das war, glaube ich, auch mit einer der meistgestelltesten Fragen, würde ich sagen, unter den Videos. Seid ihr zusammen? Seid ihr ein Paar? Und so. Ja, das konnten viele nicht so verstehen. Ne? Also, es konnten viele nicht glauben, was, seid ihr zusammen? Und das geht doch gar nicht. Und viele können sich nicht vorstellen. Klar kann es auch mal sein, dass so ein Ungleichgewicht da ist, dass einer doch mehr empfindet als der andere. Aber das muss man dann halt einfach auch klären. Ne? Genau. Muss man einfach abklären. Also, ich zum Beispiel schätze Henry sehr, sehr als Menschen. Wie gesagt, mein bester Freund geworden. Ich schätze total so seinen offenen Geist, seine Hilfsbereitschaft, dass er immer für mich da war und einfach viele sagen in unserem Video, wenn ich einen Henry sehe, muss ich immer lachen. Der hat immer so eine schöne Ausstrahlung, immer so positiv, das habe ich auch immer sehr am Henry geschätzt, so dieses, immer dieses Positive. Und klar hatten wir auch mal so Phasen, wo man dann irgendwie, du hast es selber gesagt, so mit sich Dinge ausmacht und dann ist man auch mal nicht so gut drauf, aber das habe ich auch immer sehr an Henry geschätzt, die so dieses Positive. Und das ist halt auch wichtig, auch in so einer engen Freundschaft da miteinander zu kommunizieren, wenn es da so gewisse Gefühle im Raum sind oder wenn man nicht weiß, was ist denn da jetzt so. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und
Da ist einfach eine wundervolle Freundschaft entstanden. Ich möchte noch mal was Witziges erzählen aus unserem WG-Leben. Der Henry, der hat so eine Art und Weise an sich. Henry probiert total, also so was jetzt so die Ernährung angeht, probiert total viel aus, auch so mit Gewürzen und kauft sich irgendwelche Pulverchen. Und dann merkt er so nach einer Woche, das ist nichts für mich. Und dann hatte ich das alles im Schrank. Es wurde immer mehr und dann hatte ich immer 1000 Gewürze. Und, oder Henry so mit Kalanamak. Ne? Mhm. Henry hat auch mal so Kalanamak, kennt ihr vielleicht, das ist so dieses Salz, was so ein bisschen nach Ei schmeckt. Haben wir auch ein bisschen experimentiert in den letzten Jahren damit. Und Henry hat dann gemerkt, oh, das triggert mich. Und dann hatte ich das Salz immer bei mir, ich habe dir das Salz mal hingestellt. Da wollte ich es nehmen, war es wieder weg, war es wieder im Henry seinen Schrank. So ging das manchmal so hin und her. Das war manchmal so witzig. Oder ja, dass dann die Sachen immer bei mir im Schrank standen. Ich sage, oh, eigentlich will ich die doch gar nicht so. Ne? Das war manchmal so Kleinigkeiten. Das war jetzt irgendwie gar nicht so schlimm. Aber jetzt im Nachhinein muss man da manchmal so schmunzeln, wenn man darüber redet. Ne? Also waren schon so witzige Begebenheiten. Oder Henry, das war auch, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr noch war. Da hatten wir auch Besuch da, ein guter Freund, der war hier im Wohnzimmer. Und wir hatten dann so ein bisschen gequatscht. Das war aber schon ein bisschen später. Und ich glaube, ich bin dann ins Kinderzimmer gegangen, habe mich da in die Hängematte gelegt, weil ich so ein paar Kopfschmerzen hatte. Wollte aber jetzt nicht schlafen. Und da fing der Henry an, abzuwaschen und das Geschirr aufzuräumen. Oh, ich habe so das Gefühl, das war eine halbe Stunde nur klappern. Klappern, irgendwie immer nur so klappern, so metallisch. Oder. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden. Das war wieder so eine Situation, ich hätte das einfach sofort machen müssen und wieder abgewartet. Bis ich dann echt so getriggert war, dass ich aufgestanden bin. Ich weiß gar nicht mehr, Henry, was habe ich noch zu dir gesagt? Aber es war noch, ich weiß gar es nicht. War noch nicht aggressiv oder so. Ne? Ich war ja eigentlich kaum leicht, aggressiv. Aber ich musste dann leicht angesäuert. Leicht angesäuert. Und dann, oh Henry, das geht mir so ins Gehirn, dieses Klappern. So. Aber Henry ist auch so hilfsbereit. Und ich muss auch sagen, was bei mir dann manchmal so hochkam, ich habe gesagt, Henry ist ja hilfsbereit. Der hat dann immer die Wäsche aufgehangen, unseren Abwasch gemacht. Und ich bin dann auch so, ich sage, also ich will da auch für meine Dinge so ein bisschen selber verantwortlich sein. Ne, Henry, das war auch sowas, was du lernen durftest. So, wo ich sage, oh, das ist total lieb von dir. Und wo ich dann auch sagen muss, ich bitte dich, wenn ich wirklich manchmal zu viel zu tun habe, bitte ich dich dann drum, für mich bestimmte Dinge vielleicht mal doch einen Abwasch zu machen oder mal irgendwas, Wäsche, was nur für mich betrifft oder meine Jungs. Ja, da musst du mir dann auch lernen, das so klar zu kommunizieren, dass ich nicht sage, oh, jetzt macht er das schon wieder. Andere wären total froh, wenn sie so einen Mitbewohner hätten. Ne? Weil ich weiß, in vielen WGs klappt das eben nicht so, auch gerade so mit Hausarbeit oder so. Das hat bei uns immer richtig gut funktioniert. Es gab niemals irgendwelche Probleme, wie gesagt. Also das hat so gut funktioniert, harmoniert. Das war echt so ein absoluter Glücksfall, oder Henry? Ja, hörst du nicht? Ich kann sagen. Ja, also ich muss sagen, genau, dass ich dann auch gesagt habe, ich will nicht so in die Abhängigkeit kommen. Ich habe ja, bevor Henry eingezogen ist, auch alles selbst gemacht oder auch meine Kinder eingebunden oder mal Freunde oder so. Aber mir war das nicht wohl dabei, wenn Henry das jetzt alles übernimmt und ich auch in so eine gewisse Art Abhängigkeit komme, dass ich dann mich auch daran gewöhne, dass das immer für mich jemand macht. Ne? Also es war auch für mich wichtig zu sagen, Mensch, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du immer da bist, dass du es machen möchtest, aber bestimmte Dinge mache ich einfach gern selber und ich bitte dich dann einfach um Hilfe und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ja, und auch eine sehr, sehr witzige Situation hier immer im WG-Leben ist natürlich, wie sich das mit den Einläufen hier entwickelt hat, würde ich mal so sagen, weil das hat sich dann auch so eingebürgert quasi, wenn meistens am Abend dann zum Beispiel noch jemand einen Einlauf macht oder sonst was, dann da geht dann meistens die Tür auf, da wird dann laut gerufen, muss noch mal jemand auf Toilette? Und da wissen dann meistens alle anderen schon Bescheid, dass es ein bisschen länger dauert. Und das finde ich eigentlich auch so witzig, wie sich das entwickelt und wie es eigentlich auch normal geworden ist. Ne? Für viele da draußen ist es nicht normal, ja, weil es dann halt heißt, es wäre doch unnatürlich und alles. Aber ja, wenn man jetzt, glaube ich, wir haben jetzt schon sehr viele Erfahrungen gesammelt, auch in den letzten Jahren mit den Einläufen. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es ein absolut geniales Hilfsmittel, muss man ganz ehrlich so sagen. Gerade auch, wenn man hier in der Stadt lebt und auch Umgebungsgifte hat und alles, dann ist das eine sehr, sehr gute Hilfe, die viele Beschwerden am Anfang der Umstellung lindern kann und später halt eben auch den Körper noch dabei unterstützt, dass der Hauptkanal im Körper eben frei ist und dass die Organe dann eben auch ihren Abfall dann in den Darm abgeben können, damit das aus dem Körper rauskommen kann. Und du hast ja auch mal was Interessantes erzählt, ich weiß nicht, in unserem Video oder bei dir im Video, dass auch die Lymphe hat Zugang zum Darm. Und die Lymphe, die transportiert ja so den Müll in unserem Körper ab. Und es ist eben auch interessant zu wissen, dass das eben dann auch in den Darm gelangt und dass man eben auch da die Entgiftung, den Abtransport nochmal beschleunigen kann. Ja, wir hatten ja einiges zu den Einläufen schon gemacht, Henry, zwei, drei Videos, also eins davon kann ich auch mal oben in den Infokarten verlinken. Also gerade bei der Ernährungsumstellung, bei der Entgiftung in Fastenphasen ist ja für uns ein Einlauf einfach unerlässlich. Und wir haben uns ja auch, das schätze ich eben so an Henry, wir haben uns über alles wirklich ausgetauscht. Es gibt eigentlich gar kein Tabuthema, so Einläufe, Ernährung, Gesundheit, Entgiftung, alles, auch alles, was so
weltliche Themen sind. Ne? Also wir sind ja auch so ein bisschen kritische Geister, auch wenn wir das nur so ein bisschen am Rande so durchkommt in unseren Videos. Nicht nur, dass wir einen anderen Weg gehen, was Ernährung, Gesundheit, Entgiftung angeht, sondern generell auch das, was so die Gesellschaft ausmacht, die Medien, die Bildung. Da gehen wir doch einen ganz anderen Weg. Und da bin ich dem Henry auch immer sehr, sehr dankbar, dass er einfach auch so offen dafür ist und dass wir ganz sachlich, nüchtern einfach Dinge betrachten können. Ohne, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht denken. Und das macht auch so das WG-Leben einfach so wertvoll. Jetzt unabhängig, ob Henry jetzt auch Rohköstler oder Veganer ist, sondern eben auch dieses Freigeistige. Das habe ich in den letzten Jahren einfach so zu schätzen gelernt. Und dass Henry eben auch dann noch Rohköstler, Veganer ist, dass so vieles passt einfach, das macht das Ganze nochmal so besonders wertvoll. Ja, ihr Lieben, wir könnten bestimmt noch ganz viele weitere Beispiele erzählen, aber ich denke mal, ja, wir wollten euch einfach mal zeigen, wie das so ist, so ganz grob zusammengefasst. Und ich bin auf jeden Fall auch mega, mega dankbar für die letzten Jahre und für die ganzen Erlebnisse, die wir hier auch hatten und für die ganzen Lerneffekte, die man dadurch hatte. Mhm. Also so viel wie in den letzten Jahren. Ich habe zwar vorher auch immer viel gelernt im Leben, aber das war echt nochmal so, so wertvoll für das eigene Leben auch und für den eigenen Seelenweg. Und da bin ich sicher auch sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, in diesem Sinne, ihr Lieben. Ich werde jetzt noch die Playlist verlinken. Ich habe nämlich eine Playlist, da sind nur Videos mit dem Henry dabei. Also wir haben ja ganz viele Interviews gemacht. Nicht nur hier in unserer WG, sondern eben auch auf Reisen, auf La Palma, auf Sizilien, Sardinien, zu allen möglichen Gesundheitsthemen. Auch Sport, ein Sportvideo ist dabei, zu schleimfreien Heilkost. Haben wir auch ein bisschen gezeigt, wie man so Gemüse dämpft für die schleimfreie Heilkost. Zu schleimfreien Heilkost haben wir einiges gemacht. Ja, zur Darmreinigung, also ich glaube, über 30, 35 Videos haben wir mittlerweile gemacht und könnt einfach mal reinschauen. Sind auf alle Fälle interessante Themen dabei. Das war's von uns. Nochmal lieben Dank, lieber Henry, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview, für dieses Video, was schon längst überfällig geworden ist. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Und ihr lasst uns gerne euer Feedback, eure Gedanken zu den Themen, die wir angesprochen haben. Wir freuen uns über regen Austausch und wünschen euch noch eine wundervolle Zeit. Alles Gute. Macht's gut.